So, ich wollte gerade sagen, die Hölle ist gerade abgeschmiert, aber nee, das Spiel und Fraps ist abgeschmiert. Das ist einfach. Ja. Einfach normal machen und mein Gedöns muss ich auch wieder eingeben. Naja. So. Da draußen ist schon wieder rumgeknallt und rumgeeiert und Alter. Ja, hier habe ich alles. Jetzt habe ich es nur noch mit Geister zu tun. Weil wir halt in der Hölle sind und alles sehr gesund ist. Ich muss erstmal hier alles Munition einsammeln und so. Und bevor ich überhaupt was machen kann. 99, das ist sehr gut. Dahinter ist kein mehr Bereich, oder? Nee, doch nicht. Gut. Naja, hätte er sein können. So, kommt mal her hier. Alter. Ja, hier muss ich halt eine gewisse Anzahl an Gegnern töten, die mir da irgendwie ans Leder wollen. Oh. Das wollte ich jetzt zwar nicht, aber kommt mir auch nicht zugute. Also eine gewisse Anzahl an Gegnern muss ich halt töten und dann kann ich gegen Lucifer kämpfen. So viel kann ich schon mal sagen. Alter! Geht sterben. Geht sterben. So, jetzt geht's los. So, was ich jetzt machen muss, ist diese Steine auf ihn zu schleudern. Ist ein bisschen tricky. Ist ein bisschen tricky das Ganze, aber na, mach hinne da. Muss halt Steine auf ihn schleudern, damit ich überhaupt was machen kann. Das hält dann nur ein paar Minuten an. Und ja. So muss man immer weitermachen. Ich glaube mehr 50 Gegner oder so. Muss man da töten. Muss auch gerade mal was gucken. Bis gleich, Leute. Tschüss. So, da bin ich wieder. Oh. Ei, verdammt. Die Geister sind sehr gesund. Vor allem, wie Geister durch Kugeln sterben wollen, das will ich auch mal wissen. Wie das möglich ist, will ich auch mal wissen, aber
Ja, es geht halt, ne? Das. Guck mal her, ihr Kollege. Ihr Kollegen von Schnürschuh und so. Von der Schnürschuh AG. Ihr seid sehr gesund. So. Ich wollte zwar sagen, ihr seid sehr gesund, aber... Ja. Ah, das war scheiße. Ja, genau, mach das nochmal. Ah, ist ein bisschen blöd hier. Der Endfight ist ganz schön schwierig. Ah, Mensch. Gleich ist vorbei. Gleich ist vorbei. Ja, gleich ist vorbei. Ach! Nee, doch nicht! Ich hab ihn besiegt! Hey, geil! Sauber! Sauber, Leute! Ich hab ihn besiegt! So muss man das machen. Immer Steine auf ihn schleudern. Immer wenn er Steine von runter schleudert. Dann muss man den besiegen. Ja. Auf zum letzten. 6 Minuten. Was? 6 Minuten? WTF? Okay. Gelitten? Ich meine gut, finde ich okay, aber freigeschaltet. Gnade, Sie können temporäre Karten 3x pro Level verwenden. Kosten 2000. Was? 2000? Mann, immer diese Steuererhöhung, das geht doch gar nicht, Mann. Drücken Sie Feuer, um fortzufahren. Also, drück. Zöge das Let's Play nicht heraus. Also, drück. Mann, ist doch gut. Verstehe ich schon. Alastor? Ich dachte, ich hätte dich getötet. Töten mich? Das ist kaum nicht möglich. Du hast mich nur hierher zurückgeschickt. Hier unten sind wir allerdings sehr wohl verwundbar. Ich denke, er hätte dich erledigen sollen, als er die Gelegenheit hatte. Aber letztendlich war er blind vor der wiederaufkeimenden Liebe zu seiner Eva. Seine menschliche Seite. Das musste ja passieren. Weißt du, ich bin überrascht, du bist gefährlicher als ich dachte. Das Verschwinden dieser besiegten Dämonenseelen hat dir außergewöhnliche Kräfte verliehen. Und sie haben offenbar dein Urteilsvermögen getrübt. Willkommen in der Hölle. Ich verstehe nicht. Natürlich verstehst du nichts, du dummer Mensch. Wir hätten den Himmel schon vor Jahren unterwerfen können. Aber Lucifer meinte, wir wären noch nicht bereit. Er dachte, wir brauchen noch mehr Dämonen. Er dachte, wir wären noch nicht stark genug.
Er hat ihnen zu sehr vertraut und damit zu viel Zeit vergeudet. Er war schwach. Er war kurzsichtig und... Er musste daher seines Amtes enthoben werden. Nebenbei gesagt, ich bin übrigens nicht der Einzige, der verbrennt. Wir sind alle hier wegen Lucifer. Schade, dass du uns so vorgekommen bist. Ich hätte nicht gedacht, dass du in Tückenwahr bist. Na egal. Hättest du es nicht getan, hätten wir es sicher geschafft. Ich war wirklich sehr erstaunt, dass du das Angebot des Himmels abgelehnt hast. Entscheidung. Wenn ich hier fertig bin, werde ich wieder nach oben gehen. Wenn du fertig bist? Du wirst niemals hier fertig sein. Oh, ich werde dich vollkommen wissen, meine Lieblichkeit. Ich werde dir dabei ins Gesicht sehen, mich an meinen Schmerzen erfreuen, wenn ich dich langsam in Stücke reiße. Keine Sorge, du wirst dich zerstören. Mach endlich! Ja! Ja, das sind die Credits und ich habe das Spiel durchgespielt und ja, mein Fazit zu dem Spiel, ich finde es sehr gut und grafisch, ja, von der Zeit her war das eigentlich sehr gut und ich spiele es halt sehr gerne. Und ja, von der Schwierigkeit gut. Von der Schwierigkeit kann ich nicht viel sagen, weil ich habe das ja mit Gottmut gespielt. Und ich hatte zwar noch was vor, aber das weiß ich noch nicht genau, ob ich es mache oder nicht. Und ja. Ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Und würde mich freuen, wenn ihr auch mal andere Let's Plays guckt von mir. Und ja, was ich als nächstes Let's Play mache, weiß ich noch gar nicht. Und mir das Display auf jeden Fall gefallen. Vielleicht mache ich noch ein Let's Play von einem anderen Painkiller-Teil. Ich weiß das noch nicht. Seid mal gespannt. Und ja. Auf jeden Fall hat Spaß gemacht. Ne, also mit sehr vielen Kämpfen und wurde auch gefordert und auch und fand ich auch sehr schön und ja. Also ich spiele das Spiel sehr gerne, weil es das einzige Spiel ist, also Heaven's Got a Hitman, wo es so viele Level gibt. In dem nächsten Painkiller Teilen und auch in dem Addon, na, nicht Heaven's Got a Hitman, sondern hier Dings. Boah, ich weiß nicht, wie das heißt. na, ihr wisst schon, was das Addon da von Painkiller Black. Und auch die nächsten Teile, die haben halt sehr wenig Level und Kapitel schon gar nicht. Die haben nur wenig Level und keine Kapitel und es ist halt sehr wenig, was sie da jetzt neu gemacht haben und alles. Und finde ich auch sehr schade, dass die
pro Painkiller-Teil, was sie neu rausgebracht haben, dass sie so halt so wenig gemacht haben und ist halt schade. Ich hätte mehr erwartet. Auch. Auch, dass die Resurrection so verkackt haben, dass wegen den ganzen Bugs und alles und dass man da nicht weiterkommt. Finde ich halt sehr schade. Aber das hat halt Joe wurde verkackt, weil die das einfach viel zu früh rausgebracht haben. Und fast ohne das zu testen ausführlich. Und das und da habe ich damals 60 Euro für bezahlt. Und ist halt schade, dass wir es so verkackt haben, weil anfangs war es ein richtig super Spiel. Mit neuen Leveln und da wurden auch gefordert und alles, aber mit den ganzen Bugs und dass man da nicht mehr weiterkam wegen des Bugs, weil man da bei der Geisterstadt, da ist man halt anfangs durch den Boden gefallen und ja, da kommt man halt nichts mehr machen und ja. So ist das halt und finde das auch schade, weil ich wollte das auch schon mal Let's Playen und so kann ich das halt nicht mehr machen, weil das eigentlich ein super Spiel war, trotzdem Bugs. Neue Gegner, neue Gegenden, neue Waffen und ja, ich finde das halt schade, aber was soll man halt machen, das ist halt so, aber vielleicht mache ich Painkiller by Curing Evil oder vielleicht irgendwann mal. Wann ich das mache, weiß ich noch nicht und lasst euch einfach mal überraschen, was ich als nächstes mache, also ne, also würde ich mal sagen, bis zum nächsten Let's Play und ja, freut euch auf was Neues. Ne? Ich lasse erstmal die Credits durchlaufen und ja, wünsche euch noch viel Spaß bei dem nächsten Let's Plays von mir. Ich habe das damals auch sehr gerne gespielt, also auch wenn es ein altes Spiel ist, ich spiele das immer wieder gerne. Weil das, ich weiß nicht, ist irgendwie komisch, ich spiele das halt gerne, ich bin da irgendwie so ein Suchti von. Alter, wie viele Leute da mitgemacht haben, Hammer, das ist ja krass. Wenn man sich das so alles durchliest, das ist ja mindestens, ich sag mal 200 Leute. Oder 100. Copyrights. Herzlich willkommen, Copyright 1990, 2001. Alter. Mann, ist das lange her. 2004, was? Na, trotzdem, 2004 ist trotzdem lange her noch. The Production of Painkiller. Ja. Ja, damit will ich mich mal verabschieden vom Painkiller Heaven's Got a Hitman Let's Play und ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es viele Probleme gab in den alten Parts, wo das asynchron war und es tut mir auch leid, aber zu der Zeit hatte ich extreme Probleme. Und ich will das halt nicht nochmal machen. Und ja, bis zum nächsten Let's Play. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt bei dem Let's Play. Ich sag mal, tschüss und bis zum nächsten Let's Play.